Und welche sind bezogen auf Ihre langjährige psychiatrische und psychotherapeutische Erfahrung die Ursachen des falschen Lebens? Ja, im Wesentlichen, dass der Mensch in seiner Kindheit erzogen wird. Deswegen stelle ich den Gegensatz auf von Erziehung und Beziehung. Das ist etwas, was uns die Säuglings-Kleinkindforschung, auch die Hirnforschung, die Entwicklungspsychologie, die Bindungstheorie alles gelehrt hat, dass von Anfang an der Mensch in Beziehung lebt. Das heißt auch, dass die Qualität der Beziehung, das, was er von Mutter und Vater, von den ersten wesentlichen Beziehungspersonen angeboten bekommt, dass das seine Entwicklung bis in die Ausbildung der Gehirnentwicklung, der neuronalen Vernetzung sich abbildet. Das heißt, noch bevor der Mensch sprechen gelernt hat und damit denken, hat er schon Erfahrungen von Beziehungsqualität, die sich in ihm abgelagert haben. Nach diesen Erfahrungen entwickelt er auch seine Persönlichkeit, sodass die Weichen für ein echteres oder ein falscheres Leben in den ersten Lebensjahren gelegt wird oder entschieden wird, nämlich von der Qualität der Beziehungserfahrung. Und deshalb teile ich die Beziehungserfahrung in, vor allen Dingen in mütterliche und väterliche Beziehungsqualitäten ein, weil das im Grunde genommen diese beiden großen Beziehungsangebote sind oder sein müssen, die ein Kind braucht, um sich gut entfalten zu können. Wobei mütterlich das gewähren lassen, das Verstehen, das Einfühlen, die Empathie, das Bestätigen, das Versorgen ist im Grunde genommen, könnte man das unter dem Begriff der Liebe zusammenfassen, dass ein Kind so gesehen, verstanden, angenommen und bestätigt wird, wie es ist und nicht wie es sein soll. Also Liebe im Sinne, ich tue alles, damit es dir, mein Kind, gut geht. Und das Väterliche wäre der Gegensatz dazu, dem Kind zu helfen, auch Verantwortung zu übernehmen, Pflicht, Leistung. Also das Väterliche ist das, was einen Menschen auch Forderung und Förderung, Verantwortung vermittelt, sodass auch ein eigenständiges Leben möglich ist. Also wenn man das Bild so nehmen will, dann wäre das Mütterliche für das Kind dort, wo es behütet ist, wo es warm und gemütlich versorgt ist, und das Väterliche, wo der Vater im Grunde das Kind aus dem mütterlichen Raum hinaus in die Welt begleitet, um dann als Erwachsener sein eigenes Leben gut gestalten und verantworten zu können. Also eben auch eine gewisse Anstrengung, Pflicht und Verantwortung zu übernehmen.